Du musst dich bei ihm viel bewegen. Du musst versuchen, die Deckung zu lösen, ja? Komm her, spielt mir nur. Hüpst. Tristan, komm her. Ja, heute gibt's was ganz Besonderes. Und zwar wird einer meiner Boxer, der Tristan, Sparring machen mit einem richtigen Brocken. Ist jetzt schon einige Jahre her, aber er war bei den Profis. Im Mittelgewicht war der deutscher Meister. Ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht, mit ihm Sparring zu machen. Und dadurch weiß ich, dass es hart wird für ihn. Ja, die besagte Person, über die ich gerade spreche, ist der Manuel Feist. Und der Manuel Feist ist auch der Vater von Tristan. Was ganz Besonderes. Vater gegen Sohn Sparring sieht man auch nicht alle Tage. Und so wie ich die kenne, ich kenne ja die ganze Familie, Enno Werle ist ja auch mit im Boot. Die sind alle sehr boxverrückt und hart. Also ich glaube nicht, dass der Manuel sich bei seinem Sohn zurückhalten wird. Also würde ich sagen, schaut euch das einfach an. Ich bin Tristan Feist, ich bin 16 Jahre alt, bin der Sohn von Manuel Feist und bin der Enkel von Enno Werle, einem berühmten Cardman und Trainer. Und ich mache heute Sparring gegen meinen Vater. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Bom, 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 bom. Zwei Schritte raus, weil er wird kommen. Mit der Haut, ne? Ja, ich weiß. Und du musst schön lang bei ihm bleiben. Du musst lang bei ihm bleiben. Rein, raus, rein, raus. Und du musst immer bereit sein, viele Schritte nach hinten machen zu können, ja? Nach hinten und dann auf einmal Sidestep. Du musst dich bei ihm viel bewegen. Runde zwei. Mal gucken, ob Tristan jetzt umsetzt, was ich ihm gesagt habe. Ja, Linkskörper, Rechtskopf. Ja, sexy. Ja, immer wieder bereit sein, zurückzugehen, genau. Jawohl, genau das habe ich gemeint. Aber man sieht, ja, Tristan bewegt sich jetzt auch mehr, weil erste Runde hat er gesehen, wenn er stehen bleibt, dann schlägt es ein. Also sein Vater ist ihm kräftemäßig einfach überlegen. Und jetzt versucht er sich auch mehr zu bewegen. Ja. Sein Vater im weißen T-Shirt, da geht auch langsam die Kraft aus. Wie gesagt, schon länger nicht mehr trainiert, aber mit Erfahrung kann man auch viel wegmachen. Und er weiß jederzeit, was er macht. Ja, jetzt hat er ihn arbeitet am Körper, am Kopf, genau. Schön variabel und löst sich. Sehr schön. Genau, sollte es sein. Als längerer Mann. Erstmal über die Distanz boxen. Und dann, wenn er an der Ringseile ist, die Distanz verkürzen, ein paar Treffer absetzen und sich dann wieder lösen und in die Distanz übergehen. Das machte Tristan in dieser Runde ganz gut. Der weiß ganz genau, wie er den Tristan lockt, um dann selbst Treffer abzusetzen.
Schön, Tristan. Und auf geht's. Tristan, lass die Hände oben, okay? Ja, versucht wieder über die Distanz Tristan und seinen Vater an die Ringseite zu drehen und dann am Körper und am Kopf zu arbeiten. Er hat sichtlich noch Körner übrig, also mehr Kondition als sein Vater. Das ist der Manuel. Genau. Ja, jetzt kommt er wieder. Der Manuel im weißen Shirt. Hat sich, glaube ich, einfach ein bisschen ausgeruht, einfach, dass er hier in der letzten Runde noch mal ein bisschen explodieren kann. Da kommen wir wieder drauf zurück, Erfahrung. Ja, genau. Jetzt hat er ihn mit Tristan und arbeitet schön am Körper und Kopf. Okay, jetzt passiert gerade das, was nicht passieren sollte. Tristan lässt sich stellen. Ja, jetzt sind beide schon ein bisschen platt. Aber es geht weiter. Der Tristan, der führt gerade das Sparring. Lässt seinen Vater nicht zur Ruhe kommen. Arbeitet, beschäftigt ihn. Komm, noch 20 Sekunden. Ja, noch 10 Sekunden. Jetzt wird hier nochmal alles rausgelassen, was drin ist. Alles abgefeuert. Super Sparring. Jawohl. Super, Jungs. Ja, war doch geiles Sparring. Ja, weil Tristan. Komm her, spielt mir nur. Tristan, komm her. So sieht man nicht alle Tage, dass Vater und Sohn Sparring machen. Irgendwann hole ich schon nicht. War gut, Tristan. Ja, weil der Vater Haut halt hat. Das tut weh. Ist egal. Mehr nur durch. Stark, Jungs. Vater und Sohn, geil. Wie war's für dich? Ja, eigentlich ganz cool. Ich konnte halt nicht so viel machen, weil er ist um einiges besser als ich. Aber hat Spaß gemacht. Könnten wir öfter machen. Nur am Schluss, das hat mir nicht so ganz gefallen, wo du... Komm, der war komplett zu. Du musst versuchen, die Deckung zu lösen, ja? Und die Tusche löse, hier, Hake aufwärts, linke Hake gerade, muss variabler schlagen. Bei dem, die steht einfach, der hat zu viel Kraft, klar. Aber das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich bei jemand anderes gemacht. Weißt du, bei einem anderen kannst du es lösen, bei deinem Vater nicht, der ist zu stabil. Aber wenn du die ganze Zeit nur Pup Pup oder Pup Pup machst, das bleibt so, du musst das ins Wackeln bringen. Weißt du, was ich meine? Und das bringst du in Wackeln, wenn auf einmal Schlag von oben kommt, von der Seite. Dann fängt es an hier und dann findest du die Lücke. Und wenn du dich sicher fühlst, kannst du ab und zu mal fup, runter, boom. Ja? Aber sonst war es gut. So, wem ist das Blut? Hab ich denn jetzt hier? Stark, Manu. Ist das euer erstes Sparring gewesen? Auch das erste Sparring. Ihr wollt ja gegeneinander gemacht? Ja. Wir sind geil. Ja, mach dich mal sauber. Ach, geil. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Geschenkt haben sie sich nichts. Also, ihr habt ja jetzt das Sparring gesehen. Das war ein ziemlich gutes Sparring. Verbesserungsvorschläge für den Tristan, der im schwarzen T-Shirt. Meiner Meinung nach hat er es ganz gut gemacht. Er hat ja auch mit einem erfahrenen Mann Sparring gemacht. Wesentlich schwerer, älter. Genau in dem Fall muss man beweglich auf der Beine sein, wenn man gegen schwerere Leute Sparring macht. Da muss man sich einfach mehr auf der Beine bewegen und darf sich nicht auf Infight einlassen, weil der schwere Mann ist in der Regel überlegen. Einfach nur
durch Massa schon. Tristan hat es versucht, aber es hat nicht immer geklappt. Der müsste einfach vielleicht noch ein bisschen an der Beinarbeit arbeiten. Ja, nicht einfach nur nach vorne oder stehen bleiben, einfach mehr bewegen. Einen Schlag setzen, raus, rein, raus, rein, raus. Also stick and move, ja. Aber alles in allem war das sehr gute Sparring. Ich bin zufrieden mit Tristan. Ja, ich bin gerade ein bisschen parteiisch. Ich rede gar nicht über seinen Vater, aber der hat seine Zeit schon gehabt. Ja, war gute Sparring. Genau, in dem Sinne würde ich mich jetzt verabschieden. Denkt dran, Gewinnspiel läuft noch bis Marke 600. Schön folgen, teilen, abonnieren auf dem YouTube-Channel. Ihr könnt mir auch auf meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram, Facebook und allem folgen. Darüber freue ich mich natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Vlog wieder.